Ja, grüß euch. Morgen. Ihr baut heute Routen, also nein, ihr baut heute Boulder. Ja, das haben wir schon. Und wir wollen ein bisschen aufs Jahr zurückschauen. Jahresrückblick heißt immer Listen und Top 3 und so. Katja, du trinkst ja viel Kaffee. Was sind die Top 3 Kaffee am Tag? Also welcher ist der beste? Der erste, der dritte? Ach so, der erste. Top 3, 1, 2, 3. Ja, genau. Okay. Und Jonas, du bist fit? Im Februar war ja ein sehr hochkarätiges Trainingslager bei uns im Blockhaus. Genau, das war am Anfang einmal ein bisschen überwältigend, wenn da alle Superstars sozusagen herkommen, mit denen dann mitzuklettern. Das war wirklich cool. Okay, Jonas, Top 3 Comp-Kletterer, Kletterin all-time? Janja Gambret, Adam Ondra, Tomoa Narasaki. All-time Comp-Kletterer, also es geht nur auf Wettkampf. Ja, Adam Ondra, Jakob Schubert und wahrscheinlich noch ja, Janja Gambret, muss man eigentlich sagen. Also es geht nichts an ihr vorbei, glaube ich. Es hat ja heuer ein paar Baustellen gegeben, zum Beispiel. Stimmt, das war erst heuer, das Kletterboard, gell? Das kommt mir schon länger vor. Ja, noch, das war heuer, gell? Ja. Wir haben uns schon mal schon lange drauf gefreut. Habt ihr schon viel genutzt? Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ein Riesenfan, muss ich sagen. Alles immer voll. Und dann hat es noch einen Umbau gegeben? Also. Achso, und die Klos jetzt und so. Klos, Duschen, das alles neu macht, war ja voll. Auch schon viel benutzt? Wie lange bist du schon im Boulderbau-Team? Im August habe ich angefangen. Genau. Weißt du, wie viele Boulder wir im Jahr bauen? Zweimal die Woche, circa, weiß ich nicht, 12 Boulder. Genau, das müssen wir jetzt ausrechnen. Also 45 mal 420. Ja, 1080. Also gute 1000 Boulder. Boah, das ist schon viel, ja. Hast du irgendwelche, an die du dich erinnerst? Ja, erinnere mich schon an meine ersten Sessions. Die waren ein bisschen aufregend, aber ja, da erinnere ich mich noch ganz gut. Im Jahresverlauf gibt es ja einige Events im Blockhaus. Ja, ich meine, ganz klassisch am Anfang ist meistens so Februar, März ist ja die Hausmeisterschaft. Das ist, glaube ich, immer verbindet man mit lässiger Stimmung, coole Bowler. Dann war eben der Jugend-A-Cup und auch der Jugend-Europa-Cup. Ist voll cool, da ist die Elite von ganz Europa, die Nachwuchshoffnungen am Start. Und dann haben wir auch noch das Sessions-Bewerb, wo quasi jeder mitmachen kann. Ich glaube, so Events sind da ganz wichtig für
für eine Halle. Und das ist, steckt, glaube ich, auch in der Blockhaus-DNA, dass man quasi diesen Wettkampfgedanken auch irgendwo fördert. Das waren jetzt, wir haben das ausgerechnet, Boulder 1050 bis 1060 oder so. Gott sei Dank haben wir nicht alle gebaut. Katja, hast du Wünsche fürs nächste Jahr? Wir brauchen neue Griffe. Sonst nichts? Okay. Jonas? Nächstes Jahr 2000. 2000. Und du, Maxi? Wünsche? Nicht wirklich. Möglichst wenig Verletzungen und möglichst viel Spaß beim Bouldern für alle Leute, die im Blockhaus sind. Perfekt, perfekter Abschluss. Gut, dann gutes nächstes Jahr und bis bald. Danke, dir auch.